Nach dem Diss-Track hat Rapper Bösemann eine Auszeit angekündigt und dass er hinter den Kulissen an einem weiteren Plan arbeitet. Jetzt scheint dieser Plan seine Form anzunehmen. Dass der Beef mit Farid Bang nicht einfach so beendet wird, war den meisten aus der Rap-Szene bekannt. Immerhin sind da viel zu viele Sachen vorgefallen. Mütter wurden beleidigt und Vorwürfe ohne Ende wurden gemacht. Mit einem Diss und einer Antwort hat sich das noch lange nicht erledigt. Bösemann kündigt an, dass man vieles nicht auf musikalische Ebene klären kann und dass er dafür Zeit braucht. Nun gibt es die erste Ansage in dieser Richtung, denn Bösemann kündigt eine Abrechnung an, allerdings nicht nur mit Farid Bang, sondern auch mit Cashmo. Nur wenig später gibt es eine passende Antwort dazu, denn Rapper Cashmo postet auf Instagram, wie er mit der Munition rumspielt und die Kugeln da rausnimmt. Ob das direkt an Bösemann adressiert ist, so nach dem Motto, ich bin jederzeit bereit und das alles schon aufgeladen ist für den Ernstfall? Klar ist das reine Interpretation, aber wer weiß, was hinter den Kulissen alles geplant und gemacht wird. Hoffen wir, dass nichts Schlimmes passieren wird. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr, plant Bösemann? Und glaubt ihr, dass die Antwort von Cashmo direkt an Bösemann war? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.